Die ganze Geschichte jetzt in Lebensretter. Der 20. November 1997 ist ein frostiger Tag, auch in Elsterwerda. Die meisten der rund 8000 Einwohner sind noch zu Hause, als das Unglück passiert. Es ist früh am Morgen, 6.30 Uhr, als der Ort von einem riesigen Knall erschüttert wird. Allen ist sofort klar, hier muss etwas Schreckliches passiert sein. Der furchtbarste Tag in der Geschichte von Elsterwerda, er beginnt hier, am Bahnhof. Er liegt mitten im Zentrum von Elsterwerda. Eine kleine Empfangshalle schützt die Pendler vor Wind und Wetter. Am Ende dieses Tages wird nichts mehr davon übrig sein. Circa 3 Stunden vor dem Unglück startet im 300 Kilometer entfernten Schwedt ein Güterzug. 22 Kesselwagen mit 1,3 Millionen Liter Benzin. Ihr Weg soll auch durch den kleinen Bahnhof von Elsterwerda führen. Es ist 6.30 Uhr. Nur noch 2 Tage arbeiten, dann ist auch hier Wochenende. Es ist ein ganz normaler Donnerstagmorgen in der Kleinstadt. Wir sind ja alle freiwillige Kameraden und jeder Kamerad oder Kameradin sitzt um diese Zeit am Frühstückstisch oder ist auf dem Weg zur Arbeit. Auch an diesem Morgen machen sich Berufspendler und Schüler mit der Bahn auf den Weg in die nächstgrößeren Städte. Der Zug ist voll und wartet jetzt in Elsterwerda auf sein Signal für die Abfahrt. Kurz zuvor wechselt der Fahrer des Gütertransports in Berlin-Grünau seine Lok. Dabei vergisst der Mann, die Bremsschläuche richtig anzuschließen. Zehn Minuten vor Elsterwerda. Eine Gefällstrecke. Jetzt wird der Zug schneller. 1,3 Millionen Liter hochentzündlicher Kraftstoff rasen unkontrollierbar auf den Bahnhof Elsterwerda zu. Gegen 6.30 Uhr entgleist der Zug. Der erste Waggon explodiert. Der Feuerball ist bis in die Klinik von Elsterwerda zu sehen. Ich war gerade beim Frühstück zu Hause in meiner Dienstwohnung und sehe auf einmal im gegenüberliegenden Fenster einen Feuerball. Und habe erst mal gedacht, das ist ein Widerschein unseres Hauses, was brennt. Und bin schnell Papiere mir holend die Treppe runter und geguckt, was los ist. Und dann kam da schon ein heißer Wind. Und dann habe ich gesehen, dass das vom Bahnhof herkommt. Was der Arzt Rolf Rahnefeld an diesem Morgen sieht, ist die Explosion von nur einem von 22 Kesselwagen. Der Feuerball. Der erinnert mich an einen James-Bond-Film, komischerweise. Ja, also das müssen Sie sich auch so vorstellen wie in einem Action-Film, wo irgendwo was explodiert und wo dann eine Feuerwalze dann zu sehen ist. Oder man kann es auch wie ein Atompilz oder sonst was bezeichnen. Also das war schon sehr spektakulär. Der Arzt weiß sofort, was zu tun ist. Ich habe dann den damaligen leitenden Chefarzt auch gleich informiert und wir haben dann auch die ganzen Notfallmaßnahmen in Gang gesetzt, ohne noch genau zu wissen, was überhaupt geschehen war. Auch andere Menschen in Elsterwerda bemerken die Gefahr. Meine Frau guckt zum Fenster aus und wollte mir berichten, was passiert ist. Und da hat sie mir gesagt, der Bahnhof brennt. Und da sagte ich, kein Problem, ruf mal meinen Bruder an, dort war ich beschäftigt, dass ich später komme. Der Bahnhof ist ein Fachwerkhaus, wenn der brennt, das geht ruckzuck, das wird da. Und ich hatte mich geirrt. Uwe Petersen frühstückt gerade mit seiner Familie. Er ist damals Wehrführer bei der Freiwilligen Feuerwehr. Die erste Explosion alarmiert ihn und die anderen Kameraden. Ich bin dann ins Auto gestiegen, bin dann relativ zügig, wie man das eben so macht, als Kamerad ins Gerätehaus gefahren. Auto abgestellt, reingerannt, dann kommen ja die anderen Kameraden bzw. waren schon vor Ort. Es gibt immer so eine sogenannte chaotische Phase. Wenn der Einsatz beginnt, ist natürlich
Der Adrenalinspiegel steigt hoch und man ist aufgeregt. Was kommt auf einen zu? Uwe Petersen nimmt als Wehrführer im ersten Fahrzeug seinen Platz ein. Den zweiten Wagen fährt Sigmar Pötsch. Und im Gerätehaus kriegt ihr den Einsatzbefehl, die LF-16 als Maschinist zu besteigen und warten, bis er besetzt ist, also mit den Kameraden, und dann Abfahrt zum Bahnhof. Als wir dann aus der Bahnhofstraße auf den Bahnhofsvorplatz einbogen, sahen wir natürlich die Flammen. 10, 15 Meter schlugen Flammen hoch und es war ein Geräusch wie ein Zischen. Also es waren schon Geräusche, die waren schon irgendwie anders als bei normalen Feuer. Als ich am Bahnhof ankam, sah ich nur schwarze Wolken. Und dann stieg erst mein Gruppenführer, mein Melder aus. Der Gruppenführer im Wagen ist Horst Mechelk. Er erteilt den anderen den Befehl, zunächst zu warten. Gemeinsam mit dem zweiten Gruppenführer will er sich auf den Weg machen und die Lage erkunden. Dieser zweite Gruppenführer ist Uwe Petersen. Die beiden Männer müssen nun herausfinden, was genau brennt und ob es Verletzte gibt. Wir mussten ja erstmal eine Lageerkundung durchführen. Weil es fahren viele Pendler aus Elsterwerda nach Dresden oder nach Berlin. Und es war ja gerade in der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 6.45 Uhr kommen ja die meisten Pendler bzw. Schüler auf dem Bahnhof in Elsterwerda an oder wollen wegfahren. Und wir waren nur davon ausgegangen, dass dort mit Sicherheit es mit Verletzten, dass wir es mit Verletzten zu tun haben, die geborgen werden müssen oder gerettet werden müssen. Und deswegen sind wir eben dann da. Vor. Augenzeugen filmen die gewaltigen Flammen, die zu diesem Zeitpunkt über 15 Meter hoch lodern. Doch den beiden Gruppenführern bleibt keine Wahl. Wenn sie wissen wollen, ob Verletzte dort ihre Hilfe brauchen, müssen sie näher ran an die Feuersbrunst. Noch immer wissen die Männer nicht, was die Explosion ausgelöst hat. Deshalb sind sie äußerst vorsichtig, als sie ausrücken, um die Lage zu erkunden. Wir sind dann bis zur Kante des Gebäudes vor. Es ist immer noch. Naja, und wir haben dann uns da vorgestellt und haben geguckt, was da überhaupt brennt und was los ist. Und dann haben wir erst mal gesehen, dass das Tanks waren. Wir hatten uns dann auch schon eine Strategie zurechtgelegt, wie wir die ganze Sache bekämpfen können. Und daraufhin hatten wir eigentlich einen Rückzug geplant. Die Männer wollen die Waggons, die noch nicht von den Flammen erfasst sind, von den anderen trennen. So ihr Plan. Doch im letzten Moment unterbricht Horst Mechelk den Rückzug. Der Kamerad wollte eben nur noch mal gucken, wie viele Waggons noch hinten dran hängen. Und in dem Moment fing dieses Zischen an, lauter zu werden, wie so ein Dampfkessel. Und da wurde das mir irgendwie unheimlich. Ja, dann habe ich bloß nach Deckung gerufen und bin weggerannt. Und dann hat es einen mörderischen Knall gegeben. In dieser Sekunde explodiert ein zweiter Kesselwagen. Originalaufnahmen eines zufällig anwesenden Passanten zeigen die unvorstellbare Wucht. Es wurde ganz heiß um mich und ich bin dann über die Straße geschleudert worden, wahrscheinlich durch die Druckwelle und hinterm Baum gekrabbelt. Ja, und da habe ich mich dann versteckt. Auch Horst Mechelk trifft die Explosion völlig unvorbereitet. Sigmar Pötsch ist jetzt von den Flammen im Fahrzeug eingeschlossen. Zusammen mit Bernhard Heinicke. Es brannte vor dem Auto. Es brannte im Auto dann.
Es brannte auch rechts des Autos und es brannte auch links des Autos. Es brannte überall. Dann guckte ich noch, sah den Herrn Bürtstein noch drin. Er war unter Schock. Die Hände waren auf dem Lenkrad und sagte, Sigmar, komm raus. Und habe ihn dann nur gegriffen, runtergezogen, mit den anderen Kameraden aufgestützt und zum Krankenwagen, der zwei Autos hinter uns stand, und den dorthin geschliffen. In diesem Fahrzeug haben die Männer gesessen. Ich sah nur noch schwarz und den Schmerzen. Ja, und der Helm, der war eingebrannt, der war verrutscht alles. Die Lederjacke, die ich anhatte, diese Schutzbekleidung, das war alles wie Knautschlag gewesen, alles zusammengekommen, durch die Hitze vollkommen verformt. Und ich fing dann an zu kugeln. Also heißt zu kugeln, die Hautfetzen waren runter, die Verbrennung waren zweiten Grades im Gesicht und an den Händen dritten Grades. Doch schlimmer als die Verletzungen ist die Ungewissheit. Hat der Zug voll mit Pendlern den Bahnhof vor der Explosion verlassen können? Nicht die einzige Frage, die den Kameraden in diesem Moment keine Ruhe lässt. Noch immer ist der Brand nicht unter Kontrolle. Noch immer drohen über 1 Million Liter Benzin in die Luft zu fliegen. Und noch immer quält die Feuerwehrleute die Frage, wo um Himmels Willen ist ihr Kamerad Horst Mechelk? Auch Elsterwerda war damals in den Nachrichten. Ein Güterzug ist entgleist. Nun drohen über 1 Million Liter Benzin in die Luft zu fliegen. Zwei Kesselwagen sind bereits explodiert. Weitere 20 Waggons randvoll mit Benzin stehen noch auf den Gleisen. Der Fotograf Veit Rösler ist der erste Journalist am Unglücksort. Es ist ein Schock, ja, also sowas in Bahnbetriebsunfall das erste Mal zu sehen. Man denkt da schon mal gar nicht. Ja, man versucht eben für die Aufgabe, die man da eben vorgesehen ist, so gut wie möglich eben sich zu bewältigen und vernünftige Bilder eben zu kriegen in dem Moment. Und ich wusste ja gar nicht, was dort eigentlich passiert ist. Ja, also die umgekippten Wagen, das war ja klar. Aber welche Folgen das hatte, ja, in dem Moment diese Explosion, ja, das war mir in dem Moment noch nicht klar. 6 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr sind durch die Explosion schwerst verletzt. Gruppenführer Horst Mechelk wird vermisst. Uwe Petersen konnte sich im letzten Moment hinter einen Baum retten. Es war erst mal Totenstille. Und man hat ja nichts mehr gesehen, nichts mehr gehört. Es war ja wie alles ausgelöscht. Immer wenn Uwe Petersen einen Einsatz hat, beginnen für seine Frau Uta bange Stunden. So auch am 20. November 1997. Ich bin dann mit den Kindern an das Flurfenster bei uns gegangen. Und das machen wir eigentlich auch oft, wenn es um Brände geht, dass man erstmal im Haus ringsrum guckt, sieht man irgendwo was, was könnte sein. Die Druckwelle der Explosion ist bis zum Haus der Petersens zu spüren. Die Fensterscheiben biegen sich nach innen. Dieser Feuerpilz breitete sich dann über die ganze Stadt aus. Und ich hatte in dem Moment das Gefühl, dass alles, was in dem Feuerpilz steht, gleich weg sein wird. Uta Petersen weiß nur eins. Mitten in dieser Flammenhölle befindet sich ihr Mann. Panik. Wir dachten, jetzt ist der Papa weg. Kurz nach der Explosion kommen die ersten Schwerstverletzten ins Klinikum Elbe-Elster. Der Arzt Rolf Rahnefeld hat damals Dienst in der Notaufnahme. Das war extrem belastend, weil die Feuerwehr, das waren die Leute, die dann Opfer waren. Die waren schwerst verbrannt.
schwerst verbrannt. Das war völlig klar, dass wir die dann gleich in die entsprechenden Verbrennungskliniken weiter verlegen mussten. Das Tragische an der Geschichte ist natürlich, dass wir als Ärzte genau wissen, dass die Überlebenschance sehr gering ist. Uta Petersen hört nichts von ihrem Mann. Normalerweise meldet er sich vom Einsatzort. Ich bin dann auch gleich ins Krankenhaus erstmal hingefahren und habe gefragt, ob mein Mann da ist. Und keiner konnte mir aber richtig Auskunft geben. In der Anmeldung war er natürlich noch nicht registriert. Und dann bin ich im Prinzip von Station zu Station gegangen, habe dort bei den Stationsschwestern nachgefragt und alle haben gesagt, Herr Petersen, nö, haben wir nicht. Und da habe ich natürlich auch ein bisschen Panik bekommen. Uta Petersen wendet sich an den damaligen Chefarzt. Gemeinsam haben wir dann nochmal gesucht und tatsächlich, wir haben dann meinen Mann in einem Zimmer in der Chirurgie dann aufgefunden. Er fing ganz stark an zu zittern, also das ganze Bett, bewegte sich. Eine Ärztin kam hinzu und ich habe dann auch gefragt, ja, was ist denn mit meinem Mann? Und er sagte, ja, bleiben Sie einfach hier, versuchen Sie ihn ein bisschen zu beruhigen, das ist jetzt der Schock. Und erst dann habe ich erst mal realisiert, was ist überhaupt geschehen. Und habe gebebt. Wo ist Gruppenführer Horst Mechelk? Diese Frage quält Uwe Petersen. Hat der Kamerad in dieser Flammenhölle überleben können? Noch immer lodert das Feuer. Noch immer können knapp 1 Million Liter Benzin in die Luft fliegen. In dieser ausweglosen Situation macht Fotograf Veit Rösler seine Bilder. Ich habe eben gemerkt, dass die Einsatzkräfte irgendwie unter Schock standen. Aber das war ja auch klar bei solcher Situation. Da wusste ich noch nicht, was in dem Moment passiert war, was sie ja miterlebt hatten, diese Einsatzkräfte in dem Moment. Uwe Petersens Bruder Bernd ist damals Stadtbrandmeister. Da Schaulustige die Straßen blockieren, erreicht er erst 15 Minuten nach der Explosion den Bahnhof. Das Bahnhofsgebäude brannte, das Empfangsgebäude, der Dachstuhl brannte. Die beiden anderen Gebäude, die rechts davon standen, die brannten. Es waren eigentlich nicht viele Feuerwehrleute zu sehen. Dort standen ein paar. Und keiner wusste eigentlich so richtig, wie es weitergeht, weil ja die ganze Führungsmannschaft war ja bei dieser zweiten Explosion, war ja dann außer Gefecht gesetzt. Außer Gefecht gesetzt. So wie sein Bruder Uwe. Ich wusste erst mal, dass er verletzt ist, dass er im Krankenhaus ist. Aber doch nicht so, dass man sagen musste, es ist lebensbedrohlich. Es war ja erst mal vorrangig, jetzt den Einsatz vorzubereiten. Um eine weitere Explosion zu verhindern, lässt Bernd Petersen die Waggons mit Löschwasser kühlen. Zusammen mit einem Kameraden, der zufällig bei der Bahn arbeitet, wagt er dann eine erneute Lageerkundung. Da sind wir an die Wagen rangegangen und haben uns die Ladepapiere angesehen und haben dann festgestellt, dass es Benzin ist, dass es Diesel ist. So, und das waren ja immerhin insgesamt 22 Wagen. Und das war natürlich ein ganz schönes Potenzial. Und da er sich nun auskannte mit der Technik der Bahn, hat er dann den letzten noch aufgegleisten Wagen von dem letzten Verunfallten getrennt, also der dem Brandherd am nächsten stand und der zu der Zeit gekühlt wurde, und hat die Kupplung losgemacht. Dass wir erstmal die Sicherheit hatten, wenn wir ein Zugmittel haben, dass wir die restlichen Wagen erstmal aus dem Gefahrenbereich rauskriegen. Bis eine geeignete Lok gefunden ist, vergehen noch Stunden. Und noch immer wird ein Kamerad vermisst. Wir wussten, einer fehlt. Und nachdem man dann erfahren hatte, wo er sich zuletzt eventuell aufgehalten haben konnte, wurde natürlich dann zielgerichtet gesucht. Das eine Gebäude war ja auch zum Teil eingestürzt durch die Explosion. Und da hatte ich die Vermutung, dass er unter diesen Trümmern begraben ist. Und ich hatte dann ein paar Kameraden von einer anderen Feuerwehr damit beauftragt,
dort den Schutt wegzuräumen, damit wir dann endlich Gewissheit kriegen. Und das war dann auch so, wir haben ihn dann dort auch gefunden. Es ist der Kamerad Horst Mechelk. Der MDR berichtet live von der Tragödie. Es gab bei diesem schweren Explosionsunglück einen Toten. Dabei handelt es sich um einen Feuerwehrmann. Ja, da habe ich erst mal gesehen, welche Tragweite dieses Ereignis hat. Ja, also, und ich habe dann auch hinterher mal überlegt, was eben auch diese Einsatzkräfte, jetzt nicht, dass sie noch sterben können, auch die, die das überleben, was die in dem Moment mitmachen, ja, um solche Situationen. Ja, ich meine, die sind ja eine Minute vorher noch mit ihm dahin gefahren, ja, und plötzlich liegt er dort tot. Ja, also das ist ja absoluter Wahnsinn, was die da mitgemacht haben in dem Moment. Das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man so jahrzehntelang zusammen jeden Dienstag Feuerwehrdienst gemacht hat, Brände bekämpft hat zusammen und Spaß und Freude gehabt hat. Wir haben Ausflüge zusammen gemacht und alles. Also man, das war nicht bloß eine Bekanntschaft in dem Sinne, das waren eben Kameraden. So, und wenn man die dann so verliert, auf diese Art und Weise, das ist natürlich das Schlimmste, was einem dann so passieren kann. Horst Mechelk wird nicht der einzige Tote bleiben, den das Unglück von Elsterwerda fordert. Am Tag der Trauerfeier erfahren die Männer von der Freiwilligen Feuerwehr, dass noch einer ihrer Kameraden seinen Verletzungen erlegen ist. Horst Gautsch wird unvergessen bleiben. In Elsterwerda, liebe Zuschauer, stehen die Bürger auch Jahre nach der schweren Katastrophe immer noch unter Schock. Vier Tage dauern die Löscharbeiten in Elsterwerda. Originalaufnahmen eines Anwohners zeigen das ganze Ausmaß der Katastrophe. Die Hitze ist so groß, dass sich sogar die Schienen verformen. Die Gegend um den Bahnhof gleicht einem Schlachtfeld. Erst Tage später erfahren die Menschen, dass nur wenige Minuten vor der Explosion ein vollbesetzter Personenzug den Bahnhof gerade noch rechtzeitig verlassen konnte. Sie müssen sich vorstellen, da wären Jahrhunderte in Opfer einer Explosion geworden. Das hat apokalyptische Ausmaße. Also das können Sie nicht mit irgendwelchen Katastrophenplänen oder mit irgendwelchen Vorbereitungen handeln. Das geht schlicht und einfach nicht. Sechs Männer der Freiwilligen Feuerwehr sind schwer verletzt. In diesem Einsatzfahrzeug, von den Flammen eingeschlossen, überlebt damals Sigmar Pötsch nur knapp. Heute kann ich darüber reden, aber ich konnte drei oder vier Jahre danach nicht darüber reden. Meine Frau hat versucht, mich mal am Bahnhof vorbeizubringen. Erstmal aus Neugierde und ich wollte sagen, wie reagiert er denn eigentlich? Ich habe gedacht, wird so ein Bahnhof da irgendwo woanders hin. Das ging nicht. Zwei Männer der Freiwilligen Feuerwehr überleben den Einsatz nicht. Sie zwei guten Kameraden, wir waren ja, wie die Kameraden so sind, ein Herz und eine Seele, gegenseitig helfen. Die verloren habe, das war schon schwer. Erst Jahre später erhält Sigmar Pötsch ein kleines Schmerzensgeld von der Bahn. Der Lokführer wird wegen menschlichen Versagens zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Verletzt wird er wie durch ein Wunder bei dem Unfall nicht. Jedes Jahr am Unglückstag versammeln sich die Feuerwehrmänner von Elsterwerda, um den beiden Kameraden die Ehre zu erweisen, die bei dem Brand ihr Leben verloren haben. Die Erinnerungen an die tragischen Ereignisse lassen die Überlebenden bis heute nicht los. Doch die Feuerwehr verlassen war nie eine Option. Und ich bin oft gefragt worden, ob ich noch in der Feuerwehr bin. Ich sage, die Feuerwehr kann für diesen Brand nicht dafür. Auch das, was mit mir geschehen ist, kennen Sie nicht. Ich bin Kamerad und bleibe Kamerad, solange wie es geht. Und das bis heute. Als Ehrenmitglied.